So, haben wir alles. Können wir dann starten? Ja. Eine lange Tour, Tini, musst du fest laufen. Noch ein bisschen warten. Gut, hopp. So, noch ist angenehm kühl, 17 Grad. Heute soll es aber über 30 Grad bekommen. Im Tal unten. Naja, oben in 2000 Meter Höhe wird sicher angenehm kühl bleiben. Alles wieder feucht hier. Während es im Flachland trocken bleibt, regnet es hier in den Bergen oft. So, gleich anstrengend. Raudi. So, da vorne kommt der Felssturz erst, der richtige. Der hat sich irgendwann in diesem Winter ereignet. Ah, da ist aufgeräumt worden. Letztes Mal hat man da noch drüber klettern müssen. Na super, ist der Weg wieder begehbar. Ja, diese ganzen Brocken da, die sind alle runtergekommen. Echt wild. Von da oben. So in den Ohren merkt man richtig, wie man die Höhenmeter hinauffährt.
Fliege eingeatmet. Immer vorne gehen. Ja, der Rucksack ist noch schwer. 3 Liter Wasser. Zweiten Akku habe ich auch mit. Die Protektoren zum Runterfahren. Ja, wenn ich aus der Schlucht draußen bin, darf ich nicht vergessen, mich einzucremen mit Sonnencreme. Hier kommt die Sonne nicht rein, da ist das noch nicht nötig. Ja, also hier kann man ganz leicht fahren, flach, griffig, kein grober Schotter, aber dann gibt es halt wieder Stellen, ja, da geht es sehr schwer zu fahren, beziehungsweise unfahrbar. Angenehm, dass jetzt nicht mehr so viele Brennnessel hier wachsen. Das letzte Mal hatte ich mir die Beine ordentlich verbrannt. So, 2 Kilometer sind wir jetzt schon hier in diese Schlucht hineingefahren.
Ach, Scheiße. Ich habe wieder eine Fliege eingeatmet. Da. Komm weiter. Hopp, hopp. Wunderschön hier. Na, soll ich überholen, Tini? Okay. Ups. Abzweigung versäumt. So, den ersten von 5 Strichen haben wir schon weggefahren.
Und der zweite auch noch weg ist, werde ich dann den Akku tauschen. Der zweite ist momentan noch gekühlt im Rucksack. Der war über Nacht im Kühlschrank. Gleich nach dem Laden hineingegeben. Das ist ein Wahnsinn. Da kann man das alles fahren, aber rauf ist immer sehr viel schwerer als runter. Ja, das ist jetzt so verblockt, das ist hier selbst zum Runterfahren schon recht anspruchsvoll, aber lustig. Zum Rauffahren kann ich mir das schenken. Die Schwerkraft mithilft, ist halt auch alles viel einfacher. Ja, hier die Stelle, die ist echt knifflig zum Fahren. Ah. Na, da freue ich mich dann schon, wenn es hier bergab geht. Vorne ist da noch eine sehr gemeine Spitzkehre. Weiter oben. Ja, das ist die gemeine Spitzkehre, weil dann steckt man mit dem Vorderrad hier drinnen, hat dann aber keinen Platz, das Hinterrad umzusetzen, wenn man da bei den Felsen dann ansteht. Fahrradl, hopp, hopp. Nein, du bist nicht gemeint, Tini. Na, interessant, jetzt wird die Luft auf einmal wärmer. War eine Inversion. Und das im Sommer. Unten beim Wegfahren hat es 17 Grad gehabt. Und ich schätze, jetzt haben wir hier 20, dafür mit einer etwas niedrigeren Luftfeuchtigkeit. So, nach der Kurve steige ich wieder auf. Mist.
Der Schotter wirft einen immer wieder aus der Bahn. Okay. Gefährlich für die Schaltung. So, hier ist es wieder besser zu fahren. Einfacher. Wenn der Schotter nicht wäre. Shit. Ah. Wieder Brennnessel. Hey. So, das bin ich schon alles mit einem Rad hinuntergefahren. Rauf die Forststraße. Ja, ist die Frage, wo es hier am schlechtesten geht. Ich probiere es hier. So, da wäre es gar nicht so steil, aber leider sehr rutschig. Und diese Felsen hier, die glatten, machen es unmöglich raufzufahren. Runter geht sicher. Hoppala. Aber es ist so flach, dass die Schiebehilfe hier gut arbeitet. Ohne dass der Reifen durchdreht. Somit ist das gar nicht so zwider. Tja, die Steine, die sind so rutschig. Oh, hops. Schaut es wieder fahrbar aus. Ah, easy. Dann kann ich die Tini wieder einholen. Ja, 160 Puls, runterschalten.
Ja, und da schaut es auf einmal fast nach Straße aus. Aber vorne ist es dann wieder ein Wanderweg, ohne dass da irgendeine Straße reinmündet. Da wird es auch wieder steiler. Jetzt sind wir schon wieder auf der ersten. Ja, da flitzt man die Höhenmeter nur so rauf. Ich spüre es wieder in den Ohren, dass der Luftdruck sinkt. Recht steil, mal schauen, wie weit wir da kommen. Das letzte Mal bin ich da überraschend hoch hinauf gekommen, fahrend. Shit, ich bin das letzte Mal bis zu den Felsen da gekommen. Aber Puls 170, anstrengend. So, schieb, schieb. Also runter kann man das hier super fahren, aber rauf, ja, bräuchte man wahrscheinlich eine Motocross-Maschine, yep, die etwas mehr Leistung hat. Vor allem keine Pedale, mit denen man da überall hängen bleibt, wenn man treten muss. Das ist auch das Problem beim Runterfahren mit dem Einrad, dass man ja keinen Freilauf hat. Das heißt, hinunter muss man genauso treten wie rauf. Und da braucht man ein perfektes Pedalmanagement. Man muss also sehr gut abschätzen können, wo die Pedale sein werden, wenn man zu einem Hindernis kommt. Und muss dann, wenn nötig, einen kleinen Zwischenhops machen, um in der Luft dann die Pedale entsprechend weiter zu drehen, dass sie dann nicht im Weg sind, wenn man beim Hindernis angelangt ist. Ja, da braucht man sehr viel Erfahrung und Übung. Liegt hinter mir. Jetzt kann man wieder fahren. Hoffe ich zumindest. Jawohl. Fahrt, das ist rutschig. Und verblockt. Scheiße. Wieder eine Fliege verschluckt. Ich sollte nicht so viel atmen. So. Ja, und hier geht das in eine Straße über. Und dann kreuzen wir eine Vorstraße und fahren dann gleich wieder einen schönen Wanderweg weiter hinauf. So, und da geht's dahin. Ganz easy.
Tini, langsam. Langsam. Das vierte Pünktchen ausgegangen. Jetzt werde ich den neuen Akku reingeben. Noch ganz kalt, Kondenswasser. Die Tini hat Durst. Hä? Hat sie Durst? Na gut. Das meiste Wasser habe ich ja für dich mitgenommen. Ganz sparsam sein. Also jetzt schwitze ich auch ordentlich. Unten war es kühler, Tini, im Tal, gell? Interessant. Im Tal kühler als am Berg, das kennen wir sonst nur im Winter. Gut, dann mal genug fürs Erste. Kreuzen wir gleich die Forststraße. Richtige Autobahn.
So, sind wir wieder am Wanderweg. Ja! Geschafft. Puh. Ein Balanceakt, das ist mir für die Schaltung zu gefährlich hier. So, da braucht man viel Gleichgewicht. Macht dann großen Spaß hier zu fahren. Ui, das ist gemein. Haha, Wash Power, yeah, und Axi Power, wieder Puls 170. Ja, wieder ein bisschen was zum Balancieren. Lucky, hm?
Falsch. Hier. Tini, spar dir die Kräfte, die wirst du noch brauchen. So, jetzt sind wir dann bald über der Baumgrenze. Werde ich mich dann mit Sonnencreme einschmieren beim nächsten schattigen Platz. So, da werde ich die 50er aufspachteln. Du tust? Ja. Ah nein, jetzt kommen wir eh gleich bei der Hütte vorbei. Vielleicht bekommst du dort was zum Trinken. Ja, können wir ein bisschen Wasser sparen. Gut, jetzt sind wir gleich bei der Glocknitzhütte. Thank you.
Grüß euch. Das ist lieb, danke. Ja, jetzt muss ich überall schnuppern, alles erkunden. Gut. Komm, Tini, trink noch was. Noch einmal trinken. Super! Gut. Oh, jetzt wird's steil. Letztes Mal habe ich das durchfahren können, das Wiesel. Angekommen. Muss ich mal neu machen. Blöd ausgerutscht. So.
Ja, da ist alles schön trocken, nicht so rutschig wie in der Schlucht. Ja, interessant, der Druckpunkt der Bremse hat sich verändert, scheinbar durch den Luftdruck. Ist jetzt viel weiter draußen. So, diesmal werden wir den versuchen raufzufahren. Der andere war nämlich sehr, musste man vieles schieben. Und der war zum Runterfahren sehr angenehm. Mal schauen, wie gut man da raufkommt. Ja, jetzt sind wir praktisch über der Baumgrenze. Gibt es nur noch Latschen. Hat man keinen Schatten mehr. Tini, hopp, hopp. Wow, Kamikaze. Scheißwurzel. Servus. Danke dir. Grüß euch. Das ist lieb, danke. Hallo. Grüß euch. Ja, das ist lieb, danke. Ich schätze, die werden oben übernachtet haben auf einer Hütte.
So, da bräuchte ich eine bessere Untersetzung. Ich habe schon die beste, die es gibt. Vorne 14 Zähne und hinten 48. Wobei sich das Kettenblatt vorne leider 2,5 Mal so schnell dreht wie die Kurbel. Oh, super. Ja, jetzt werden wir da irgendwann auf die andere Seite wechseln. Da hinauf. Und wenn wir jetzt hier ohne Weg einfach einmal rüberfahren. Servus Tini! Tini! Jetzt war sie überrascht. Das wird den Weg verlassen.
doch noch geht, das hättest du jetzt nicht gedacht, gell? Durst? Thank you.
Nee, nee, falsch hier. Hier geht's lang. Komm, Tini, beim Tini! Langsam! Langsam. Tini, hier, aber schnell. Hey, Tini, hier. Verdammt noch einmal. Wieder am Weg.
Schatzi. Ja. Super. So, also den oberen Weg, wo man zwei Wanderer sieht, den sind wir jetzt runtergefahren.
an der Felswand entlang. Und zurück werden wir dann den unteren fahren, da werden wir dann von da kommen. Aber vorher müssen wir noch dort auf den Gipfel rauf. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ja. So, das habe ich noch nie gemacht. Das Hund sie draußen angebunden. Aber ich muss aufs Klo. Diesmal probieren wir mal hier rauf zu fahren, gell, Tini? Servus. Gasse. Thank you.
zu steil, Timi, da gehen wir nicht runter. Bleiben wir schön hier. So, gleich sind wir am Gipfel. Hallo. Ja, das ist gut, wenn wir raufkommen. Ja, kann man sitzen, ist angenehm. Ja, was? Hallo. Servus. Ja.
Tini. Neugierige. Jetzt fahren wir runter. Nein, Tini! Hier bleiben! Geht's runter! Tini, hier! Kann man abstürzen! Vorsichtig! Ja, das ist eine Felswand. Du musst runterfallen.
Bei Kühen ist es immer wichtig, ganz langsam sich zu nähern, weil die brauchen immer eine Zeit lang, bis sie einschätzen, ist es gefährlich oder nicht. Okay, Tini hat Angst, stupst mich mit der Nase immer wieder. Hallo ihr Kühe, geht's euch gut? Hm? Alles in Ordnung mit euch? Ah, na servus, so viele Fliegen um die Augen, ihr seid's an. Ja, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. So. Aha, das ist die Mama mit den Kälbern. So, alles in Ordnung, ja. Brav sein. Ja, schön brav sein. Hilfe. So, und kaum bewegt man sich, rennen sie nach. Juhu. Ja, Tini, das haben wir geschafft. Hoppa. Hallo. Das ist zertrampelt hier.
Meer. Eine wunderschöne alte Alm. Tini checkt alles ab. Wer war sie? Grasbodenalm. Das ist die Abzweigung, die ich letztes Mal übersehen hatte. Da wollte ich an sich da den Weg fahren, dann da so rüber. Da kommt man irgendwo hier beim Karl-Ludwig-Haus raus. Ist mir jetzt aber zu mühsam, besonders weil Gewitter angesagt sind und da hinten quält es schon ganz wild. Würde ich eher den schnelleren Weg nehmen. So, das ist die Verbindungsstraße zu dieser Alm hier. Ebner Hütte. Ah, der Rübel verbrannt. Ekelhaft. Die Frage, da weiterfahren oder da hinauf. Hallo, servus. So.
Gut, der Akku ist fast leer. Werden wir wieder tauschen. Gell, Tini, mal Akku tauschen. Da sieht man noch gute Runde. Da hinten hinauf. Da hinüber zu den Almern. Naja, darüber schwupp. Die Tini hat noch so eine Tour. Grüß euch, danke. Duftet. Ah ja, und diesen Graben bin ich dann mal raufgeratscht. Ah, das muss ich sagen. So eine Scheißhacke. So, da müssen wir noch endlich bergauf, Tini. Anstrengend. Ja. Steil, aber griffig. Oh.
Habsburghaus. Hier ist ein Gedenkkreuz, da ist einmal der Hüttenwirt gestorben, tragischerweise. Der ist hier erfroren, bei Nebel hat er sich verirrt, ja, und 300 Meter entfernt ist die Hütte. Und er hat sie einfach nicht gefunden und ist dann hier an der Stelle gestorben. Also so tückisch kann Nebel sein. Heute mit GPS kann einem das nicht mehr passieren. Jetzt ist es heiß, ohne Wind brennt die Sonne da ordentlich runter. Ah, Tini, schau, da kannst du schwimmen gehen. Ah, der passt nicht, ne? Du musst aber sehr katschig werden. Du musst dich ein bisschen abkühlen. Jetzt vorsichtig. Naja, lieber nicht schwimmen gehen, Tini, das ist sehr, sehr gatschig. Ui, versinkst du, das ist ein Moor, lieber nicht. Und sinkst du mir noch ein.
ab hier, glaube ich, geht schon wieder bergab. Um trinken. So. Und da vor uns ist der Schneeberg. Ja, und wir sind von da gekommen. Die Achse sehr lang nach hinten, da sind wir alles gefahren. Ui, Tini, deine Hände sind aber schmutzig und Arme. Von nun an geht's bergab. Na Tini, noch einmal was trinken? Oh ja, dann kommst du noch einmal raus. Na komm. Kein Durst mehr.
da unten sieht man schon die Glocknitzer Hütte. Ja, bis daher habe ich ja, glaube ich, alles rauffahren können. Auf die Kleine warten. Ah, da kommt sie schon. Hallo, du Schnelle. Super. Noch einmal Wasser. Na, jetzt hat sie keinen Durst mehr.
So, da la. Ja, jetzt war ich am Gipfel Klosterwappen, glaube ich, heißt das, gell? Ja. Na? Heukuppe. Heukuppe, genau. Es ist so dumm, dass die da eine Torx-Schraube drauf geben, wo das dann nicht auf jedem Fahrradwerkzeug drauf ist. Und sehr große Brocken. Außerdem war es ziemlich feucht drinnen und mit den großen Schotter dann entsprechend. Nein, also runter ist ja viel leichter als rauf. Runter ist dann ein noch größeres Vergnügen. Ja, und die Gemeinde Wien ist ja ein bisschen gestört. Ich schätze, dass da irgendwelche Bonzen ihre Jagd haben, irgendwelche Roten. Ja, ja. Ja, am Schneeberg habe ich schon mehrere erlebt und da ist auch ein Freund schon sogar schon angezeigt worden. Was? Hast du kein Wasser gekriegt? Ja, danke. Okay. Ja, also vielen Dank. Bitte aufpassen. Ja, ja. Schönen Tag noch. Danke. Tinili, hier bin ich. Na komm, komm zu mir. Ah, super. Na, bist du schon so müde, Tini? Ha? Oder riecht's da interessant?
da ist schon die Straße in Sicht. Rad ist aber lustiger. Runter ist ja leichter als rauf. Ja. Ja, wollen wir gleich weiter? Na gut, dann.
Galopp. Super, Mausi. Fleißig. Ja. Ui. Brav ist sie. So, jetzt wird es wieder ein bisschen interessanter, ein bisschen verblockter. Ja. Oh. Okay. Wir kommen dem Tal immer näher. Geht's noch von der Temperatur her? Ha? Es ist sau heiß, gell? Ja.
So, da fahren wir die Schlucht wieder enger. Die Kleine lässt sich nicht hetzen, die läuft ihr Tempo. Gell, Mausi? Ja, so heiß ist, läufst du halt entsprechend langsam. Einmal gibt es da ein paar Laubbäume. Der Boden ist gleich angenehm zu fahren. Das ist ja toll, ha? Richtig schöne Schlucht und Urwald. Nicht. Noch ein Stück. Ein Stück Kohle haben wir noch.
Wow, schau, wie schöne Felswände es da gibt.
Super, Mausi. Brav. So, dass hier das Video überwacht. Schau. Video überwacht. So, komm, Tini. Tini, da bleiben. Ich habe Angst, dass du mir auf die Straße rennst. Gut, haben wir's. Das ist das Angenehme an einem großen Auto. Kann man das Radl gleich als Ganzes so einpacken.